So. Ja, da haben wir's, da haben wir's. Hier ist Tu Fatum, Karstenhaus. Mir stellen wieder auf Deutsch. Och, Gott sei Dank. Episoden. Und wir waren irgendwo hier, ne? Ah, ne, warte, ne. Kann ich so fortsetzen? Warum muss ich das nicht alles immer von vorne spielen, oder? Das wäre natürlich mies, aber dann. Muss ich das von vorne spielen? Kann ich nicht fortsetzen? Ah, doch, hier. Strom ausschalten, starker Regen. Genau, wir waren im Mischwarenladen. Starker Regen, ausschalten, anschalten. Strom anschalten waren wir. Dann machen wir mal wieder, starten wir mal hier. Strom ist aus, damit wir mal wieder reinkommen. Kurz so, also im Haus. Wir sind für die Neuen, falls Neue dabei sind. Wir passen auf ein Haus auf. Von jemandem. Und plötzlich geht der Strom aus. Vermutlich stalkt uns unsere Ex, die etwas seltsam ist. Aber auch der Hauseigentümer hat Morddrohungen bekommen. Also wir wissen noch nicht, wer uns auf der Schliche ist. Eigentlich wissen wir gar nichts. Wir meinen einfach nur, wir passen über das Wochenende auf das Haus auf, stellen uns Pizza, machen nichts Besonderes und auf einmal passieren komische Dinge. Es fällt der Strom aus. Blut läuft von den Wänden. Nee, aber... Jo, das war's im Groben und Ganzen. Nee, sehe ich gar nicht ein. Wäre für Strom nie vorhanden. Was? Tino, wäre für Strom was? Festgeseller? Egal. Vielleicht habe ich ja nochmal vergessen, was ich gerade gesagt habe. Wir fangen auf jeden Fall hier an. Dann kommen wir nochmal rein ins Spiel ein bisschen. Den ganzen Mischwarenladen. Kram will ich das nicht unbedingt machen. 1.36 Uhr in der Nacht. Während ich an meinen Hausaufgaben saß, fiel der Strom aus. Draußen bellt der Hund. Wir lesen die Nachrichten. Unbekannter Absender. Warum ignorierst du mich noch? Warum bist du immer so gemein zu mir? Du verhältst dich gerade voll kindisch. Gut, wenn du dich so verhältst, brauche ich dich sowieso nicht. Todd ist eh viel geiler. Wer sind sie? Antworten wir und stehen auf. In dem Moment war ich mir fast schon sicher, dass es wieder ein Streich von Turner sein musste. Ich kannte mich mit dem Typen... Ich kannte mich mit dem Typen wie ihm einfach gut aus. Achso. Oh, oh, oh. Die Kamera piepst. Ah, oh, wie war das Passwort noch? Wo ist das? Roy Carson, Passwort. L. Carson 5387. Welcome. Alter, wie ätzend. Der Freund, man sieht die dann da unten rumlaufen gleich. Also im Haus ist sie ja noch nicht. Der Hund ist weg. Stimmt, der Hund war weg. Da ist sie gerannt. Da ist sie gerannt. Oh Gott, da ist sie gerannt. Geh doch bitte weg. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Das ist voll unheimlich. Stell dir mal vor, du guckst durch Kameras und siehst draußen dann so irgendwie was rumhuschen. Ja, welche Kamera ist es jetzt? Ich sehe hier keine Bewegungen. Du willst mir keine Killer-Sticks verkaufen. Genau, genau das. Dann kann man, da gehen wir mal raus. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Taschenlampe, ne? Die liegt hier nirgends mehr. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Ich habe gar keinen Bock zu erschrecken, weil ich weiß nicht, ich glaube... Ändern? Ändern? Hallo? Hallo? Ah, das ist in dem Raum. Hier müssen wir leise sein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts. Oh Gott, der Strom ist aus und die Alt lauft da rum. Oh, ich kriege einen Herzinfarkt jetzt schon.
der Lautstärke her zu laut vielleicht für euch? Oder geht das? Ist zu laut, oder? Ich sehe nicht, wo es ist. Okay. Man sieht nicht, wo man hinspringt. Mann! Wurde plötzlich ziemlich kalt draußen. Alles klar, super. Oh, ich hatte die Hose voll, Alter. Hau ab, wenn die alt kommen. Da ist der Hund. Die guckt rüber. Sieg verhielt sich sehr seltsam. Können wir mal gucken gehen? Ah, jetzt habe ich den Strom schon angemacht. Ich schaltete den Strom wieder an. Oh, okay, ich wollte dann noch in den Garten gucken gehen. Sollen wir mal gucken gehen? Vielleicht rennst du da rum. Mir ist klar, dass jemand von draußen den Stromausfall verursacht hat. Es müsste Turner sein. So langsam pisst er mich wirklich an. Die musste hier rumrennen, ne? Und ich glaube, die Alt ist jetzt im Haus. Ich glaube, die Alt ist drin. Ich hab Schiss, Alter. Ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss. Turner, ist das gerade überhaupt nicht witzig? Du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Turner, das ist gerade überhaupt nicht witzig. Ich weiß genau, dass du das bist. So, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich hab Schiss, Alter. Das ist so ätzend. Was muss ich jetzt machen, Mann? Ich muss für Montag zurück zu meiner Schularbeit. Oh, Alter, bitte nicht. Ja, ich weiß es selbst nicht, Black Shark, weil ich einen Dachschaden habe. Ich hab so Schiss. Das Spiel schafft es aber auch übelst gut, dich in diese Situation reinzusetzen. Mann, ich gehe mal durch die Kameras durch. Einfach für den Spaß. Und da ist er doch gelaufen, oder? Oder war das der Köter? Okay, dann machen wir die Schularbeiten weiter. Übel, ey. Alter, ich will nicht in den Keller, Kaspar. Ich will nicht. Ich hatte in dieser Situation ein seltsames Gefühl. Jupp. Jetzt hört es sich vielleicht dumm an, aber ich wollte einfach nicht zu viel nachdenken. Oh, bitte nicht. Ich weiß nicht, was ich... Oh Gott. Wenn die hier rumläuft, ne, das Hecht ist auf dem Weg zu uns. Ich mach gerade ein bisschen vor wie bei Five Nights at Freddy's mit diesen Kameras. Waren die hier schon umgefallen? Jetzt ist die Alt drin, oder? Jetzt. Oder waren die nicht umgefallen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so, ne? Ja, ach so, okay, gut. Schön erwischt. Da ist Daniel. Da, komm dann, was macht man jetzt? Na, wir machen einfach Ausarbeiten weiter.
Oh, da ist was gerannt im Flur. Die zückt ein Messer, Alter. Die zückt ein Messer. Die kommt drin. Die kommt drin. Die ist hier. Die ist hier, um Gottes Willen. Ich habe unten was gehört. Alter, ich habe so Panik. Ich guck jetzt erstmal hier hin. Was? Ich könnte auf mein Leben schwören, dass ich diesen Ofen nicht angemacht habe. Welchen Ofen? Oh. Shit. Das ist so gerannt. Die lauft da rum, Alter. Ich hab doch gar keinen Bock drauf. Muss ich jetzt in die Küche? Ich muss in die Küche. Oh Gott. Oh Gott, dann gehen wir jetzt in die Küche. Ich musste jetzt runter und nachsehen. Oh Gott, bitte nicht. Übel. Allein dem Gedanken, dass Turner hier sein könnte, fühlte ich mich wohl schon unwohl. Ich musste ihn konfrontieren. Ich hatte zu ihm keinen Kontakt, ich konnte nur Andy fragen. Kannst du mir die Nummer von Turner geben? Sag ihm, dass er mit dem Scheiß aufhören soll. Womit soll er aufhören? Er schnüffelt durchs Haus. Ich find's gar nicht cool. Ich trau mich gar nicht zu bewegen, ey. Alter, er ist gerade bei mir. Ich führte alles auf meinen Schlafmangel zurück. Wir wollten mit Brady ins Kino gehen, aber dann hat's angefangen zu regnen und jetzt sind wir zu Hause geblieben. Das einzige Logische, woran ich zurzeit denken kann, ist ein Auge auf die Sicherheitskameras zu werfen. Bitte killt die mich nicht, ey. Ich habe gar keinen Bock. Jetzt, worüber ich nachdenke, hätte ich doch lieber die Polizei rufen sollen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber zu der Zeit war ich so vertieft in meinen eigenen Gedanken, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Alter, ist das so übel. Und dann gucken wir mal uns auf die Sicherheitsaufnahmen an. Die Tür ist auf. Wo ist die scheiß Dost, die Tür? Die Tür ist auf, die alles drin. Und bist schon im Hype-Mode wegen Dead Space? Ja, aber gerade nicht. Gerade bin ich im Überlebensmodus wegen diesem schönen Spiel hier. Servus, grüß dich, Mike. Eieieiei. So, warte, er hat uns geschrieben.
Alter, warte. Hast du einen der Artikel angesehen? Es war Brady, der mir davon erzählt hat. Oh, das ist wirklich komisch. Tom Brady? Keine Ahnung. Da ist sie alt. Mein Herz fing an zu rasen. Ich konnte mich kaum bewegen und schaute in pure Angst auf den Bildschirm. Das ist ein geiles Spiel! Servus Chris, servus mein Guter. Wie geht's, wie steht's? Ich durfte gerade nicht reden, weil die Alte... Noah. Ich dachte, mein Herz würde direkt aus meiner Brust springen. Wir gehen gucken, oder? Oh, das Tor ging schnell. Scheiße, falsche Reaktion. Ha, ha, ha. Bitte nicht. Nee. Hui. Ui. Oh, leicht, leicht. Ja. Huch. Gar nicht peinlich. Ah! Hey! Ja, ich muss irgendwie mit ihr kommunizieren, glaube ich, oder so. Also, sie zu konfrontieren funktioniert nicht. Hey, wer sind Sie? Ah! Das geht aber nicht in Ordnung. Sie haben hier nichts im Haus zu suchen. Lady, hören Sie auf. Ich verliere ganz schön viel Blut. Ich glaube, ich sollte langsam die Polizei rufen. Ksch, ksch, ksch.
Alter, übelst, ey. So, da kam der Mama aber hier nochmal den Strom anschalten. Ja. Ich schaltete den Strom wieder an. So, Strom ist an. Mir war klar, dass jemand von draußen den Stromausfall verursacht hat. So, wir sind drin. Jetzt gehen wir hoch an die Hausaufgaben. Haha, niemals, Chris. Du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Ah, das haben wir vorhin schon gelesen, den Kram, ne? Die Alt rascht ein bisschen aus. Wir gehen hoch an die Hausaufgaben, spulen das Ganze erstmal vor. Bis zu der Stelle, an dem sie hier anklopft. Dann machen wir hier auf Kent Palmer was. Und gucken wir mal, wie wir das dann regeln. So. Vielleicht über die Kamera gucken, dass sie alt vor der Tür steht und dann erst in den Raum rüber, in dem ich dann ruhig sein muss. Ich denke, so wird's gehen. Ich stalke dich schon eine Weile. Sehr schön. Klopft nächstes Mal an, da trinken wir Bier zusammen. Ich wollte nur stalken, ich wollte nicht wirklich. Doch, komm rein, komm. Nee, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich sag, doch, komm jetzt. Ah ja, ich muss die Hausaufgaben erstmal machen. Im Wohnzimmer bei mir hocken dann noch drei andere Stalker mit Kaffee und Kuchen. Ah ja, komm, huck dich da dabei. Ich wollte wirklich nicht. Nee, huck dich. Die anderen gucken den so an und hat er dich aggret. Jo, das hätte man lieber lassen sollen mit dem Stalking, was? Wer stalkt jetzt hier wen, ne? Wer will dann noch was trinken? Wir kommen mal wieder raus aus der Scheiße hier. Hey Tim, da bist du ja. Servus, mein Guter. Oh, da hat einer das Messer gezogen. Ich hab unten etwas gehört. Das ist der Ofen. Ich könnte auf mein Leben schwören, dass ich diesen Ofen nicht angemacht habe. War die am Fenster? Nee. Oder? Nee. Nee, ich krieg das jetzt alles mal so schnell durch. Ab und zu huscht da was unten in den Bildern rum. Meistens sitze ich dann davor. Ne, wir müssen einfach nur den Ofen jetzt ausmachen. Das ist die Challenge von jetzt. Oh, ich kann gerade erst selber erst denken, dann reden. Ich kann gerade erst zu oben, gell? Angehört, als hätte ich einen Schlaganfall. Ich habe gerade erst selbstgemachte Pizza hat Skin, ey. Schön mit Hackfleisch drauf. Ohne Flammkuchen selbstgemacht da. Mann, es ist noch über. Da kann ich mir neuer schön noch Reste drin zimmern. Lauft die Alte jetzt so draußen rum? Ich will gar nicht suchen eigentlich. So, er hat immer noch Angst vor dem Turner. William Turner. Hat auf jeden Fall wieder was mit dieser Kammer zu tun, weil man hier hören kann, wie laut wir atmen, reden, irgendwas. So, jetzt kommt die Alt wieder.
In diesem Moment wurde meine Hausaufgaben meine kleinste Sorge. Nee, mach der Aufgaben, Mann. Schön gesagt, Mitsu. Gucken wir mal, wer sich hier auf unserem Landen rumtreibt. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder im Wohnzimmer stehen, wenn das geskriptet ist. Nee. Oder die Tür geht gleich erstmal auf, ne? Noch ist die Tür zu. Vorhin war sie schon auf an der Stelle. Jetzt kommt wieder die Tür vom Streamerzimmer hier, die ist auch immer offen, ne? Hier ist zu. Ich kann direkt gucken müssen, Black Shark. In diesem Moment wurde meine Hausaufgaben meine kleinste Sorge. Kannst du mir die Nummer von Turner geben? Sag ihm, dass er mit dem Scheiß aufhören soll. Ah, die Nachrichten haben wir gar nicht überprüft. Er schnüffelt durchs Haus. Finde ich gar nicht cool. Hä? Alter! Der guckt gerade neben. Wir wollten mit Brady ins Kino gehen, aber dann hat es angefangen zu regnen und jetzt sind wir zu Hause geblieben. Da waren Orbs auf der Veranda. Führte das alles auf meinen Schlafmangel zurück. Mir war klar, dass ich eine Tendenz dafür habe, stark paranoid zu sein. Das einzig Logische, woran ich zurzeit denken kann, ist, die Augen auf die Sicherheitskameras zu werfen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich doch lieber die Polizei rufen sollen. Aber zu der Zeit war ich so vertieft in meinen Gedanken, jetzt ist die Tür auf, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Ghost Spectre! Danke, Kaspar! Nee, Wallner! Wallner hat Kaspar ein Abo geschenkt, sehe ich. Danke, Wallner! Kaspar hat sich jetzt einen Monat lang diese nervige Werbung erspart. Oh. Ja oder nee? Ja oder nee? Wer ist dann hier im Haus? Er tut mich dauernd stalken und lass mich nicht mehr raus. Doch die Alt war doch jetzt hier drin. Ich gehe jetzt aber nicht runter und dann hat sie plötzlich vor dem Kamin hier gestanden. Oder war die jetzt... Nee, hier war sie nicht. Da. Oder. Da ist er. Ich hab's gehört. Jetzt ist sie da. Jetzt lauf. Mein Herz fing an zu rasen. Ich konnte mich kaum bewegen und schaute in purer Angst auf den Bildschirm. Kenn ich. Oh Gott, der kommt! Muss ich jetzt raus? Jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen muss, ne? Die Alte läuft da hin und lang. Ah, jetzt macht sie hier den Fernseher an.